Hallo und willkommen zu einem neuen London-Vlog, weil wir tatsächlich nach 2,5 Jahren endlich wieder in London sind. Und jetzt bin ich mit meinem Freund hier und er muss mit Musicals gucken, der Arme. Und wir nehmen euch so ein bisschen mit, mal gucken, wie es wird. Wir waren jetzt gerade am Stansted Airport auf den Zug und gucken mal, was die nächsten Tage passiert und wie viel ich filmen werde. Aber ich probiere euch ein bisschen mitzunehmen und wieder ein bisschen von unserer London-Reise zu zeigen. Also, let's go! Wir sind mittlerweile in unserem Hotel eingecheckt und laufen gerade durch den Hyde Park Richtung Victoria. Haben schon Squirrels gesehen. Ich kann es nicht aussprechen. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Victoria und gucken, ob wir Hamilton-Tickets kriegen für heute Abend noch. Und drückt uns also die Daumen. Morgen geht es in Back to the Future und dann wollen wir noch ein bisschen bummeln gehen, ehe dann heute Abend das Theaterstück ist. Genau, also später. Leider war es ist mega laut. Bridget und Stuart. In der Kirche wurden die Szenen hier gedreht von der Hochzeit. Ja, Johannes biegt ab. Ja, ja, er biegt nicht ab. Sad. Tschüss, Kirche. Hallo, wir sind gerade raus aus Moulin Rouge und ich sag's euch, es war so gut. Also wirklich, ich bin so umgehauen worden und ich glaube, Johannes hat's auch ganz gut gefallen. Dafür, dass er eigentlich nicht so Musical-Fan ist. Aber die Stimmung war so Bombe und ich konnte leider die Schlussapplaus nicht filmen, weil das durfte man nicht und die haben auch noch ein Lied gesungen. Deswegen alles schwierig, aber es war so, so gut. Also wenn ihr mal in London seid, wirklich guckt's euch an, es ist so krass gewesen. Und jetzt waren wir noch kurz bei Waterstones, das blende ich euch auch nochmal kurz ein. Und jetzt sitzen wir vorm Buckingham Palace und wollen gleich nochmal kurz vorbeigucken. Und snacken jetzt erstmal was, bevor wir dann wirklich vorbeigucken. Genau, bis später. Er hat eine Erdnuss, der versteckt ist. Oh nein! Das ist voll Nackenmuskel.
Hello, es ist mittlerweile der nächste Tag, aber ich wollte noch was dazu sagen. Wir waren ja gestern im Moulin Rouge und sind dann abends noch ins Hotel, beziehungsweise waren am Buckingham Palace und dann im Hotel. Und es war so gut. Also wirklich, es war so gut. Also es kommt ja auch nach Köln im Oktober. Und demnach schaut es euch an. Und damit endet aber auch der erste Tag in London. Und morgen nehme ich euch wieder mit. Und ja, habt Spaß und danke fürs Gucken. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.